Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 mit dem FC Bayern München. So, heute geht's weiter in der Bundesliga. Der mittlerweile sechste Spieltag steht an. Wir müssen im Topspiel gegen Hoffenheim. Warum Topspiel? Weil wir stehen momentan auf Platz 3, Hoffenheim auf 4, also Topspiel. Ja, Dortmund, Leverkusen, die Bayern. Die drei stehen alle ganz oben. Von 15 Punkten hat jeder 13 geholt. Das ist richtig stark, aber auch Hoffenheim mit 11 Punkten dahinter. Ja, eine bärenstarke Leistung bis jetzt. Gut, jetzt schauen wir erstmal auf die beiden Aufstellungen. Also, bei Hoffenheim heute Bebu und Kramaric vorne, Baumgartner, Rudi und Prömmel Mittelfeld und eine 5er Abwehrkette, oje, wie ne. Mit Angelino, Akpoguma, Vogt, Quaresma und Kadarabek und Baumann im Tor. So, auf der anderen Seite bei den Bayern, Sadio Mané mal wieder vorne drin, dann Coman links, Gnabry rechts, Musiala, Sabitzer und Kimmich im Mittelfeld, Jappe mit Davis, De Ligt, Hernandez, Mazraoui und Manuel Neuer im Tor. Ja, Sadio Mané bekommt mal wieder eine Chance. Mal schauen, ich bete jedes Mal, dass er endlich sein erstes Saisontor in dieser Bundesliga-Saison macht. Heute gegen Hoffenheim, ja, es wäre doch an der Zeit, Junge. Schieß doch einfach mein Tor. Es ist ja heute wieder mal eine richtungsweisende Begegnung. Der Sieger bleibt auf jeden Fall oben mit dran. Der Verlierer, ja, muss dann auf jeden Fall schon mal mindestens 3 bzw. 4 Punkte wahrscheinlich abreißen lassen. So, soweit die Vorzeichen vor diesem Spiel, und jetzt will ich sagen, genug gequatscht, jetzt geht's los. Anstoß für die TSG, 1899 Hoffenheim, und gehen wir jetzt rein in den sechsten Spieltag. Und wie gesagt, es ist eine richtungsweisende Begegnung, und mal gucken, ob die Bayern hier und heute das Ding gewinnen können. So, erster Angriff auf jeden Fall erstmal im Keim erstickt von den Hoffenheimer, die mit einer 5er Abwehrkette heute agieren. Aber vorne trotzdem zwei gefährliche Stürmer drin haben mit Kramaric und Bebu. Auf die sollten wir definitiv aufpassen. Die spielen gefühlt schon seit einer Ewigkeit bei Hoffenheim, die beiden. Und jetzt Kingsley Coman schon mal im Sessel. Coman, da ist Sadio Mané. Bekommt ihr bei Mané? Nein! Das gibt's doch nicht. Siebte Minute. Wann macht er endlich sein erstes Bundesliga-Tor? So, Gnabry am Ball. Zu Musiala, Musiala! Der macht sie halt! Boah! Musiala! Zündet das Ding mit Wucht ins Tor. Schöner Schuss. Stramm platziert. Für Baumann gibt es da nichts zu halten. Hier kurz Ecke, Gnabry bekommt den Ball. Musiala rennt in die Sesse rein, nimmt ihn kurz an auf links und zündet ab auf rechts. Da reißt er dann die Lücke auf Mané, springt noch auf die Seite und Baumann keine Chance, dass er irgendwie rankommt. Klar, da stehen so viele Spiele im Sichtweg drin. Den sieht er nicht, und Musiala macht sein zweites Bundesliga-Tor in dieser Saison. Achte Minute, Auftakt nach Maß für die Bayern. Musiala mit Wucht ins Tor. Stark gemacht. Und damit steht es 1:0 für die Bayern. Wichtiger Auftakt natürlich gegen eine Mannschaft, die mit der Fünferkette spielt. So ein frühes Tor, das ja, wirft meistens so eine gegnerische Taktik ein bisschen durcheinander. So, und die Bayern direkt mit dem nächsten Angriff. Alphonso Davies. Da startet Sadio Mané, bekommt ihn auch, verliert ihn aber direkt wieder. Und oh, Sabitzer rennt vorbei am Ball. Schade. Das wäre natürlich jetzt direkt die Chance gewesen für das nächste. Ja, die Bayern mit dem nächsten Ball gewinnt. Kingsley Coman. Coman hat da viel zu viel Platz. Und scheitert an Baumann. Schade, das wäre es doch gewesen. Nächste gute Chance, Baumann macht sich lang und kommt ran. So, nächste Chance, wieder Eckball für die Bayern. Gnabry kommt wieder entgegen. Da ist wieder Musiala, die ist ein bisschen weniger Tempo. Musiala bekommt nochmal den Ball und trifft wieder einen Gegenspieler. So, jetzt Hoffenheim mal im Versuch eines Gegenangriffs, aber es ist ein bisschen Nervosität anscheinend drin bei den Hoffenheimern. Das merkt man ihn ja an. So, Gnabry. Sabitzer, viel zu viel Platz. Marcel Sabitzer! Und das ist das 2:0. Hoffenheim kommt nicht richtig rein ins Spiel. Und Marcel Sabitzer, ich glaube, sein erstes Tor ist es in dieser Bundesliga-Saison. Schöner Strich, rein ins Tor. Da hat, glaube ich, Baumann auch keine Chance gehabt. Hier sehen wir es nochmal. Ja. Der sitzt und er ist drin. 2:0 für die Bayern. Noch keine 20 Minuten gespielt. Sie kommen richtig gut rein in dieses Spiel. Und Hoffenheim liegt 2:0 zurück. Aber es ist ein bisschen, wie gesagt,
Ja, erstes Tor von Sabitzer in dieser Bundesliga-Saison. Es ist auch ein bisschen Nervosität bei den Hoffenheimer dabei, hat man so das Gefühl. Man weiß nicht unbedingt warum, aber sie sind noch nicht wirklich klar auf dem Platz mit dem Kopf. So, Rudi am Ball. Hat ja auch mal für die Bayern gespielt. Das ist schon ein paar Jährchen her. Und jetzt Hoffenheim mal mit dem Gegenangriff. Kommen zumindest eine 16er. Da ist Bebou. Pass geht raus. Jetzt vielversprechender Masraoui dazwischen. Sehr gut. So, Eckball Hoffenheim. Viel los im 16er, aber erstmal auf den ersten Pfosten gezogen. Kopfball kommt und Neuer hat ihn. Stark gemacht von Neuer. Und direkt der Wurf nach vorne, da ist Sadio Mané. So, wer kommt mit? Das kann Mané nicht alleine, aber ja, die Mitspieler hängen da ein bisschen weit zurück. Aber Mané zieht an und dann lassen sie ihn tatsächlich durch. Das ist seine Chance! Und das ist endlich sein erstes Bundesliga-Tor. Aber was macht der Verteidiger da? Was machen die alle da? Das sah eigentlich aussichtslos aus für Sadio Mané in der Position. Und dann zieht er doch durch. Und dann kommt er an allen vorbei und es steht 3:0 für die Bayern. Was ist los mit Hoffenheim hinten drin? Da stehen 5 Mann rum und keiner kann hier irgendwie die Bude dicht halten. Und die Bayern führen nach einer halben Stunde mit 3:0. Endlich schafft Sadio Mané sein Tor. Sein erstes Bundesliga-Tor. Aber das war ein langer Leidensweg für Sadio Mané. So, Alphonso Davies. Und direkt geht's wieder ab in die andere Richtung. Hoffenheim fällt jetzt schon auseinander. Und wir sind noch in der ersten Halbzeit. Und diesmal kommen wir auf Sprint gestört. Glück dafür Hoffenheim. So, Rudi am Ball. Rudi tänzelt ein bisschen rum. Ja, das kann man eigentlich... Boah, ihr verliert da fast den Ball gegen Sabitzer. Also was ist dann auch leichtfertig, wenn man dann den Ball verliert. Dann brennt es hinten wieder lichterloh. Weiß nicht, ob er das bei einem 0:3 Rückstand so machen muss. So, Hoffenheim kommt. Versucht hier jetzt was Produktives zu sagen. Bebou. Kommt er den Ball da weiter? Ja, die Chance ist dafür Hoffenheim. Und da ist tatsächlich der Ehrentreffer. Kann man Ehrentreffer schon sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das 1:3 aus dem Nichts. Da passen die Bayern nicht so gut auf hinten drin. Und kassieren hier tatsächlich ein Gegentor. Da stimmt die Zuordnung nicht mehr und in den Rückraum gepasst. Und wer ist es? Ist es Kramaric? Ne, Kramaric ist nicht. Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall mit Sicherheit gleich eingeblendet. Ist es Rudi? Ich weiß es nicht. Es ist Baumgartner. So, Rätsel ist gelöst. Nur noch 1:3. Baumgartner mit einem Lichtblick für Hoffenheim, wo man eigentlich dachte, da gibt es kein Licht mehr. So, also 1:3 nur noch. Mal gucken, ob das jetzt das große Aufbäumen der Hoffenheimer wird. Oder auch nicht. Kimmich fast mit dem nächsten Ding. Schön gespielt, schöner Abschluss. Und das war es jetzt auch mit der ersten Halbzeit, sobald der Schiedsrichter abpfeift. Jawohl. Halbzeitpause hier in Sinsheim. Hoffenheim liegt gegen die Bayern mit 1:3 zurück. Haben sich aber so ein bisschen wieder zurückgebracht. Und hier sehen wir Sadio Mané endlich sein erstes Bundesliga-Tor in dieser Saison. Halleluja, hat das lang gedauert. Aber es ist passiert. Und ihm wird selber wahrscheinlich ein Stein vom Herzen gefallen sein. Ja, der eine Gegentreffer, weiß nicht, kommt das große Aufbäumen oder nicht? Leipzig führt auf jeden Fall zur Halbzeit gegen Dortmund. Das ist schon mal überraschend. Und Wolfsburg liegt zurück gegen Berlin. Also die, was mit uns oben drin hocken, da sieht es momentan nicht so gut aus. Gut, Fitness passt noch, dann machen wir weiter. Zweite Halbzeit geht los. Die Bayern zu Gast bei Hoffenheim. 3:1 zur Halbzeitpause. Oh, was macht denn Kimmich da? Hey, jetzt bloß nicht hier Blödsinn machen, Leute. Wir führen zwar souverän und haben echt eine starke erste Halbzeit gespielt, aber das Spiel will ich jetzt nicht mehr aus der Hand geben. So, die Bayern kommen. Jürgen Musiala. Da ist Kimmich. Kimmich sieht Sabitzer, der hat schon ein Tor gemacht. Zurück zu Kimmich. Und außen startet Masraoui rein. Mit der Flanke, aber Sadio Mané ist für den Kopfball ein bisschen zu klein der Situation. Und Hoffenheim holt sich erstmal den Ball zurück. So, Bebou. Er hat das 1:3 vorbereitet. Und wo war das denn jetzt ein... Was ist... Hallo? Was war das denn jetzt? Spielfehler hoch 10. So, Freistoß Hoffenheim. Langer Ball nach vorne. Oh, da ist keiner bei Bebou. Alphonso Davies.
Manndeckung war da nicht so gut. So, der Licht. So, Stunde fast gespielt. Der Licht. Jetzt muss der Pass kommen zu Coman. Guter Pass. Ball ist nicht im Aus. Spiel geht zurück erstmal zu Sabitzer. Der wieder zu Kingsley Coman. Die Mitspieler laufen gut mit. Jetzt der hohe Ball zu Musiala. Ah, er versucht es mit dem Kopf. Vielleicht der Fuß die bessere Variante gewesen, wenn er den überhaupt auf den Fuß bekommen hätte, das weiß man nicht. So, Sadio Mané stark, hilft hinten mit, holt sie den Ball und geht direkt mit nach vorne rein. Sadio Mané, das sollte sein. Kein Schuss werden, das hätte ein Zweikampf werden sollen. Also Stunde rum, es ist ein bisschen eine zerfahrene zweite Halbzeit bis jetzt. Also, aber jetzt mal wieder Sadio Mané gefordert, bekommt der den Ball? Nein, auch im Zweig. Oder doch, er holt ihn sich. Flanke in die Mitte ist Traum auf Gnabry. Wieso schießt du nicht? Wieso machst du einen Kopfball? Och Mann, wieso schießt er denn nicht und köpft das Ding? So, jetzt Achtung, Bebu. Bebu will da durch. Und oh, zu zweit müssen sie ihn stoppen. Also es bloß nicht nachlässig werden, Leute, hinten drin. So, nächste Chance. Wieder Sadio Mané auf dem Weg nach vorne. Die Gegenspieler sind in seiner Nähe. Viel zu weit. Sadio Mané, Mané, Doppelschlag. Sadio Mané macht, ich glaube, den Deckel jetzt drauf. 4:1 für die Bayern. Und das müsste doch jetzt eigentlich die Entscheidung gewesen sein. Also ich glaube, da brennt hier nichts mehr an. Sadio Mané, und da bleibt er eiskalt gegen Oliver Baumann. 4:1, starkes Ding heute von den Bayern. Gegen Hoffenheim, die ja in der ersten Halbzeit das Spiel aus den Händen gegeben haben. Gut, Möglichkeit für uns zu wechseln. Wir wechseln mal ordentlich durch. Telda freien, Sané für Gnabry. Außerdem, ich bin am überlegen, Upamecano für De Ligt. Pavard für Davis. Aber wir müssen ein bisschen schonen. Nächstes Mal ist Champions League und dann haben wir lieber ein paar Spieler topfit. So, und Müller für Musiala. Also, ein Haufen Wechsel jetzt bei den Bayern. Ich habe echt nicht gewusst, dass man in der Bundesliga mittlerweile 5-mal wechseln darf. Keine Ahnung. Gut, also 4:1 für die Bayern, 3 Tore Vorsprung, 20 Minuten noch rund zu spielen. Das lässt alles zur Annahme, dass das Ding hier durch ist. Da müsste Hoffenheim mehr als zaubern. Aber jetzt hast du schon die Bayern wieder. Sané und Müller. Ah, schade, da hätte ein Doppelpass draus werden sollen. So, aber jetzt erstmal Achtung. Hoffenheim kommt nochmal den Bayern 16er bedrohlich nahe. Bekommt jetzt vielleicht auch die nächste Chance hier nochmals zu reißen. Oh, Neuer ist da. Neuer ist da und kann nochmal klären. 16 Minuten noch. Rudi mit dem anschließenden Eckball. Da steht Upamecano bereit. Oh, der geht einmal komplett durch. So, und Müller. Müller, klasse, wie der sich da behauptet. So, Pass geht vor zu Leroy Sané. Und da startet wer. Ach komm schon. Wieso geht dieser Pass nicht durch? Ich weiß nicht, wer da losgelaufen ist, aber eigentlich hätte der lange Pass kommen müssen. Und der Verteidiger kommt im letzten Moment noch dazwischen. So, Hoffenheim. Oh, was ist das? Ein Riesenfehler. Tell startet. Junge, mach dein Tor. Tell ist auf dem Weg nach vorne. Tell! Und er macht ihn. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, wieso. Aber der Junge macht als Joker zumindest richtig Bock. Sein dritter Einsatz. Und sein drittes Tor in dieser Bundesliga-Saison. Damit zählt er zu den Top-Torjägern bei den Bayern. Tell und den noch, den macht er schon sehr genau rein. Da lässt der Baumann nicht viel Chance. Und die Bayern führen mit 5:1. Und das ist eine richtige Abreibung heute gegen Hoffenheim. Wie heißt Tell eigentlich mit Vornamen? Ich würde ihn ja Wilhelm Tell nennen, nach diesem Fabelfigur. Also, auf jeden Fall Wahnsinn, was es hier und heute geboten kriegt. Die Hoffenheimer, ja, fallen natürlich jetzt langsam sich auseinander. Sie hatten sich viel vorgenommen. Man hat ja auch gedacht, dass es hier ein heftiges Spiel wird. Aber Bayern hat irgendwo in der ersten Halbzeit das Ding souverän in die richtigen Wege geleitet. Jetzt nochmal die Chance und dann ist tatsächlich nur das zweite Gegentor für die Bayern drin. Das ging jetzt schnell. Angelino, der Verteidiger, haut ein Wutding einfach raus anscheinend. Dass der reingeht, kurzes Eck, Upamecano kommt da fast noch dazwischen. Neuer sieht da nicht so gut aus. Also den Manu, ganz ehrlich, wenn es jetzt 0:0 gestanden hätte und das wäre das Niederlagentreffer gewesen, dann wäre ich sauer. So ist es okay. Aber trotzdem, Manuel, den
Kannst du bitte beim nächsten Mal wieder halten? So, nächster Ballverlust hier von Kingsley Coman. Aber holt ihn sich wieder, aber dann stolpert er den Ball ins Aus. Einwurf Hoffenheim, die sie natürlich jetzt nur irgendwie verkaufen, versuchen gut zu verkaufen. Klar, mit 5 Gegentoren ist das nicht so einfach. Ja, mal gucken. Und dann wieder so eine Szene, wo ich mir denke, wieso? Wieso macht man das, wenn man schon 5 Gegentore hat? Dann tänzelt man den Ball in so einer Situation noch hinten rum. So, Upamecano gegen Babu. Stark gemacht von Upamecano. Und dann der Patzer. Und dann nochmal die Chance. Und was ist denn jetzt los? Die Bayern mit dem Kopf schon in der Kabine und kassieren hier tatsächlich noch das 3. Gegentor. Was ist denn hier los? Da sind die Bayern hinten nicht mehr mit dem Kopf auf dem Platz. Ja, und dann steht es 3:5 nur noch. Also ein spektakuläres Spiel am heutigen Tage. Weil die Bayern jetzt auch die letzten 10 Minuten nicht mehr da sind. Prömmel, 90. Minute. Also das ist ein verrücktes Spiel. 8 Tore, der Wahnsinn ist vorbei. Die Bayern nehmen die 3 Punkte mit, auch wenn es zum Schluss... Weiß nicht, das ärgert mich ein bisschen, dass wir zum Schluss 3 Gegentore noch zum Schluss auf dem Zähler stehen haben. Das hätte nicht sein müssen, Leute. Aber gut, wir nehmen die 3 Punkte mit, ich bin froh und jetzt schauen wir uns gleich mal die Tabelle an. Und endlich, das ist natürlich die erfreulichste Nachricht heute, Sadio Mané macht seine ersten 2 Tore in dieser Bundesliga-Saison. Mann, oh Mann, haben wir da lang drauf warten müssen. 8 Tore, Wahnsinn, der ist vorbei. Und Tell heute auch wieder erfolgreich gewesen. Wahnsinn. Gut. Da gibt es die Bewertungen. Und zum ersten Mal Sadio Mané, Man of the Match mit 8,8. Gnabry war stark. Hat kein Tor gemacht, aber 2 Torvorlagen gegeben. Und sonst ja auch recht ordentliche Noten. Upamecano. Ja, er hat irgendwie, als er eingewechselt wurde, die Abwehr ein bisschen aus den Augen verloren. Also, ja, wir haben uns jetzt 2 Top-Verteidiger mit Hernandez und De Ligt. Aber sobald dann was da wegfällt, dann wird es schon eng. Gut, jetzt machen wir ganz kurz das Interview und dann schauen wir uns mal die Tabelle an. So, und jetzt schauen wir uns mal die Tabelle an und wir sehen, wir haben es endlich geschafft. Der erste Spieltag, an dem wir am Platz 1 stehen, ist Spieltag Nummer 6. Also, die Bayern auf Platz 1 mit dem Sieg gegen Hoffenheim. Spektakuläres Spiel. Leverkusen zieht aber mit, gewinnt 3:2 gegen Schalke. Und Dortmund kassiert die erste Saisonniederlage. 2:0 in Leipzig verloren. Damit zieht Leipzig richtig gut rein. Die haben auch einen richtig guten Lauf. 4 Spiele in Folge gewonnen jetzt. Und auch gegen Dortmund. Das ist echt beeindruckend. Hoffenheim rutscht ab. Wolfsburg rutscht auch weiter ab. Und Frankfurt, ja, die rutschen auch mit. Und so sieht es dann weiter unten aus. Dann kommt Stuttgart, Mainz, Bremen, Gladbach auf Platz 11 momentan. Hertha, Freiburg, Union Berlin. Ja, und die Abstiegsränge, boah, aber das ist auch krass, wie eng das alles noch ist. Zwischen Köln auf Platz 18 und Platz 11 Gladbach liegt einfach mal ein einziger Punkt. Das heißt, wenn da irgendwo einer gewinnen sollte, der macht einfach mal einen Sprung um, keine Ahnung, 5, 6, 7 Plätze. Krass. Gut, wir sind zum ersten Mal Tabellenführer. Mal schauen, ob wir das halten können. Beim nächsten Mal geht es gegen Viktoria Pilsen. Und dann, oh mein Gott, nein, nein, nein. Mein persönlicher Albtraumgegner. Danach geht es gegen Mainz. Die stehen zwar auf Platz 9, also relativ weit unten, aber es ist mein Albtraumgegner, weil in jedem FIFA verliere ich mindestens einmal gegen Mainz mit Bayern. Keine Ahnung warum, aber das sehen wir dann beim übernächsten Mal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt dabei, bis zum nächsten Mal. Ciao.